Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Steigungsfunktion bzw. auch Ableitung genannt, in der ich kurz den Begriff erläutern möchte. Es ist da die Frage aufgetaucht, ja, was eine Steigungsfunktion ist. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass der Begriff Funktion da in diesem Zusammenhang, dass er der führend war, obwohl es eine Funktion ist. Oder eine Funktion macht ja die, ordnet jeden Wert einer Menge, Definitionsmenge genannt, eindeutig einen anderen Wert zu aus der Wertemenge. Das heißt, ich habe da eine Zuordnungsvorschrift, die der klar ist, was ich machen muss, und dann ein Wert rauskommt, ein Maschinchen. Ja, nenne ich das auch oft so. Ein F, eine Funktion ist ein Maschinchen, ein X wird gefüttert und dann kommt ein Y raus. Also beispielsweise ein Klassiker ist der F von X ist X Quadrat. Funktion, die jeden Wert einfach quadriert, der gefüttert wird. Oder wenn ich 2 füttere, dann kommt 4 raus beim Maschinchen. Wenn ich minus 3 füttere, kommt 9 raus und so weiter. Gut, und jetzt, wenn ich mir überlege, oder wenn ich da die Steigung an einer gewissen Stelle ausrechne, mache ich ja hier mit diesem Limit, dann kommt da ja ein Wert raus, der die Steigung angibt. Und wenn ich die Stelle x offen lasse, also für beliebiges x die Steigung ausrechnen, dann kommt häufig ein Resultat raus, das von x abhängt. Also es ist eine Funktion, die zu jedem x dann halt einfach den Steigungswert der Tangente diesem Punkt zuordnet und nicht den Funktionswert. Schauen wir das kurz an einem Beispiel an. Wir können da können die Funktion von x gleich x² nehmen. So, diese Parabel da, f von x gleich x Quadrat. Und vielleicht schauen wir jetzt erstmal die Steigung an, einen beliebigen Punkt, nehmen wir dann einen Punkt auf der Parabel und geben wir mal die, wir hätten gerne die Tangente, diesen Punkt. Wir schreiben Tangente. Tangente in diesem Punkt, also Tangente an F im Punkt A. Voilà, sieht mal so aus. Sie können das sehen, wenn ich da bewege, wenn ich da diesen Punkt entlang des Graphen bewege, wie sich da die Tangente dazu bewegt. Da ist die Tangente gerade schön horizontal. Jetzt die Ableitung. Diese gibt ja diese Limit gibt ja die Steigung dieser Tangente an. Sie können übrigens auch links sehen, die Funktionsgleichung für die Gerade dieser Tangente, die Geradengleichung. Wenn ich da bei 1 bin, habe ich gerade schon Steigung 2 und ich schneide die Y-Achse bei minus 1. Schön Steigung 2. Sie sehen da, links bei g wird die Geradengleichung angegeben, y gleich 2x minus 1. Also kann man dort ablesen, wie viel diese Tangentensteigung ist. Gut, jetzt, eben wie gesagt, das ist wieder eine Funktion und jede Position x einfach die Tangentensteigung zuordnet. Wie sieht diese Funktion aus? Im Fall von f von x gleich x Quadrat ist die Ableitung, vielleicht wissen die das bereits, 2x könnte man sonst auch ausrechnen. Man kann das auch GeoGebra machen lassen, zum Überprüfen zum Beispiel. Ich kann hier schreiben, Ableitung von f, und dann kommt das direkt raus, sehen das da, ja, f von f' von x, das ist die übliche Bezeichnung für die Ableitung, das ist 2x. Das mal ausschalten da. Sehen das Blaue, oder? Das ist ja auch wieder eine Funktion. Das ist eben die Ableitungsfunktion, die Steigungsfunktion von f. Die geht einfach zu jedem Punkt die Steigung, also beispielsweise hier, hatten wir gesehen, an der Stelle 1, da ist zwar der Funktionswert 1, aber die Steilheit der Tangente daran, die war 2. Ja, das kann ich eben hier ablesen, oder? An der Stelle 1 gibt mir die Steigungsfunktion 2 zurück. Kann ich da schön sehen. Ja. Gut, vielleicht blenden wir noch einmal die Tangente ein, wie sie vorher war. Da die beiden. Müssen wir nochmal den Punkt entlangfahren.
Dann sehe ich, habe ich Steigung negativ für negativ, also zum Beispiel für x-Wert minus 2, die Funktionswert 4, aber die Steigung ist natürlich krass negativ, also minus 4 in diesem Fall. Das ist eben einfach minus 2 in die Ableitungsfunktion eingesetzt, gibt minus 4. So, dann komme ich da bei 1, habe ich Steigung minus 2. Und dann schön sehe ich da, bei 0 habe ich Funktionswert 0 und auch Steigung 0, weil es geht ja weder rauf noch runter. Und dann nimmt die Steigung zu. Bei 1 beispielsweise habe ich schön Steigung 2. Kann ich da gut sehen. Ne? Funktionswert ist 1 an der Stelle 1, aber die Steigung an der Stelle 1, die ist 2. Oder dann die Steigung an der Stelle 2, die ist gerade 4. Da stimmt sie gerade mit dem Funktionswert überein. So, Steigung an der Stelle 3 wäre dann 6. Funktionswert ist 9 hier. Stelle 3, Funktionswert ist 9, aber Steigungswert ist 6. Gut. Okay, das kurze Einführung zum Begriff Steigungsfunktion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich möchte jetzt das Beispiel zur, oder die Einführung der Steigungsfunktion noch abrunden mit einem eine Übung hier, Übung 13 aus dem Skript. Da sehen Sie es nochmal die Ableitungsfunktion oder die angegeben, wie man die Ableitung ausrechnet mit diesem Limit hier. Und dann eben wird hier noch einmal gesagt, das nennt sich die Ableitung von f oder die Steigungsfunktion von f. Es gibt hier zwei Teilaufgaben, die ich kurz anschauen möchte. Erst hier mit diesem a, diesem 2x minus 3. Ja, bei a 2x minus 3 als Funktion habe. Ich erst eine Gerade, die die y-Achse bei minus 3 schneidet. Und wenn ich da die Steigungsfunktion ausrechnen muss, dann kenne ich die Antwort bereits. Das grob skizzieren würde, wäre das irgendwie so. Bin da bei minus 3 schneide ich hier und dann habe ich Steigung 2. Oder kann ich schreiben, kann ich ja hier ablesen. Steigung 2, das heißt auf 1 rüber geht es 2 rauf. Da würde ich natürlich rauskommen, dass ich konstant Steigung 2 habe. Also machen wir das rasch rechnerisch. Wenn ich Limit von h gegen 0 nehme von f von x plus h. Ich schreibe so f von x plus h minus f von x durch h. Und jetzt hier einsetze. Also Limit h gegen 0 und jetzt habe ich die Funktion 2x minus 3. Das heißt, ich habe 2 mal x plus h minus 3 minus 2x minus 3 geteilt durch h gibt Limit h gegen 0. Ich sehe, von der ersten Klammer kriege ich, genauso multiplizieren, kriege ich das da. Dann habe ich einen Vorzeichenwechsel bei der zweiten Klammer, weil Minus da steht. Also das heißt, ich kann hier 2x minus 2x gibt 0, minus 3 plus 3 gibt 0. Bleibt also übrig dieses 2h durch h und das gibt natürlich, also ich schreibe es in zwei Schritten, 2h durch h kann ich nochmal kürzen, das gibt 2, weil da hängt ja dann nichts mehr von h ab. Also ich kriege konstant Steigung 2, so wie das hier für dieses Beispiel erwartet haben. Machen wir vielleicht noch das anderes, was nicht ganz klar ist, vielleicht der x Quadrat. Wo dann haben wir im Beispiel gesehen, nehmen wir die 3x Quadrat minus 2 beim b. Also wenn wir für b haben 3x Quadrat minus 2, dann mal prinzipiell, das ist eine Parabel, ja, mit Parabelöffnung 3, also eine relativ enge Sache, nach oben offen und dann geht die bei minus 2, also wurde die nach unten verschoben, das sehen wir wie so ausschauen, hier bin ich bei minus 2, relativ enge Geschichte, parabelförmig. Gut, wie sieht da die Steigungsfunktion aus? Wir können natürlich auch wieder erahnen, was das geben soll, wir kennen ein paar Punkte, nämlich bei 0 sollte dann die Steigung 0 rauskommen. Also schauen wir mal, wie gut das klappt. Also wir haben das f von x plus h, das wird hier, ich mache das jetzt etwas direkter, wird hier so ausschauen.
f von x plus h ist das, und jetzt kommt das minus f von x, so, geteilt durch h. Ja, jetzt muss man hier halt rechnen, ja. Geht nicht gerade von selber. Wir haben ein Binom an dieser Stelle, erste binomische Formel. Also x plus h im Quadrat, das gibt x Quadrat plus 2xh plus h Quadrat. Dann haben wir den Vorzeichenwechsel hier bei der plus minus 2. Gut, jetzt kann ich sehen, minus 2 plus 2 gibt 0. Dann werde ich hier vorne ein 3x² kriegen und hier ein minus 3x², wenn ich ausmultipliziere. Das heißt, das fällt auch weg. Noch den Nenner vergessen. So. Das heißt, was dann übrig bleibt, ist Limit h gegen 0. Und jetzt hier das 3 mal 2x mal h. Also das gibt das 6x mal h plus 3h Quadrat von diesem Teil hier durch h gibt lim h gegen 0. Sie sehen, ich kann hier h kürzen. Ich kann h ausklammern im Zähler und dann habe ich die Möglichkeit mit dem Nenner da zu kürzen. Das heißt, bei 6 x plus 3h übrig und das gibt 6x, wenn h gegen 0 geht. Also das wäre hier meine Steigungsfunktion. Hier sieht man jetzt schön, oder wie da die Position die Steilheit beeinflusst. Übrigens auch bei 0 gibt es gerade 0, so wie wir es bereits vermutet haben aufgrund der Zeichnung dort. Also das wäre hier die Steigung so ausgerechnet. Gut, dann kommen noch weitere Übungen dann dazu. Hier, das ist etwas kniffliger, aber einfach, wenn man da gleichnamig macht, einen Doppelbruch versucht wegzukriegen, dann sollte das klappen. Und dann auch tricky hier beim Parabellast. Ist nicht ganz einfach, diesen Limit zu bestimmen, aber wenn Sie da in den vorangegangenen Übungen schauen, werden Sie rasch sehen, wie Sie da die Lage in den Griff kriegen für dieses 13. Und wenn halt so eine Teilaufgabe nicht funktioniert, dann tant pis, aber Hauptsache, Sie haben da verstanden, was die Begriffsbildung soll und wie man das prinzipiell angehen würde. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.